Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3, meine lieben Freunde. Weiter geht's. Ah, Moment, jetzt haben wir ja wieder das Navi. Und dann könnten wir ja eigentlich rein theoretischerweise jetzt diese Nebenmission machen. Denn wir wissen ja jetzt, wo lang. So. Ah, auch da lang. Okay, dann wollen wir da lang. Boah, was für ein Ruckler. Leck mich am Arsch. Der Rucklaufzug des Todes. Hallo? Achso, wir sind jetzt schon wieder hier. Oh, der Kollege hier. Erfroren ist. Müssen wir jetzt einschlagen? Ach, wir müssen wieder raus. Oh. Ah, wir haben ja eh so einen geilen Anzug. So einen Schneeanzug. Ausgang der Wegstation. Und hier kommen gleich Viecher. Oder? Alter! Kommt er gleich mal auf mich gerannt. Drecksvieh. Bin ich ja mal gespannt, wie lange diese tolle Nebenmission dauert. Alter, hat der gerade eine Rolle in der Luft gemacht. Oh, leck mich am Arsch. Sehr sportlich früher gewesen, oder was? Mann, oh Mann, oh Mann. Scheinbar kommen die ganzen Viecher jetzt immer wieder. Den Schnee da. Was ist das eigentlich für ein Geräusch die ganze Zeit? Das Geräusch ist irgendwie hier. Naja. Egal, wir laufen einfach mal hier weiter. Oh, da ist eine Kiste. Hallöchen, Kollege. So. Da müssen wir lang. Und nochmal ein paar Viecher hier, oder wie schaut's aus? Scheinbar nicht. Nach jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Und jetzt etwas zum Aufwärmen. Ja. Dann wärm dich mal auf. Ach, ich dachte, die Nebenmission befindet sich irgendwie da drin, aber hier geht's ja noch weiter. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Wahrscheinlich ist die Nebenmission dann da drin. Boah, hat's den gerade zerfetzt. Was war denn das gerade für eine Musik? Dun, dun. Hä? Kein Plan. Wir kommen auf jeden Fall jetzt hier rein. Das ist natürlich sehr nice. Ja, ja. Wie gesagt, nebenbei, ich werde die Nebenmission auch in mehreren Parts schneiden. Optionale Mission, Vorratslager. Denn es ist einfach dann viel zu lang, wenn die Mission wieder wirklich so 50 Minuten dauert. Nee. Ah, hier ist auch wieder eine Anzugstation. Ah, da kam gerade unser Sucherbot wieder hier rein. Ah, das ist ja sehr schön. Den holen wir gleich wieder hier raus und dann schicken wir den gleich mal wieder auf Reise. Ah, unsere zwei Sucherbots sind sogar zurückgekehrt. Schön. Pläne, was haben wir denn da? Da ist doch gar nichts. Ach, da. Ach, das ist ja diese Botas-Kanone, die wir gefunden haben, aber dafür brauchen wir noch Wolfram. Ich glaube, Wolfram ist das einzige Dingens, was man nicht so oft findet, ne? Kann das sein? Fällt mir jedenfalls so auf. So, nochmal kurz zur Anzugstation. Vielleicht können wir ja jetzt unsere Trefferpunkte irgendwie upgraden, wer weiß. Vielleicht mit ein bisschen mehr... Oh ja, wir können das machen! Geile Scheiße! Trefferpunkte upgraden auf jeden Fall. Sehr nice. Noch mehr Life für den Zero. Das finde ich hammergeil. Auf jeden Fall, keine Frage. So, nochmal den Sucherbot hier auswählen. Und dann sammle mal ein bisschen Ressourcen für mich, kleiner Kollege. Ja, ich weiß, das Radar könnte ich auch nutzen und so, aber nee, mache ich nicht. Nee. Ich meine, ich finde ja so oder so auch die Ressourcen, keine Frage. Wegen ich schaue mich auch immer recht lange und gründlich um. Ja, ich weiß, ich übersehe auch manchmal ein paar Sachen. Ja, keine Frage, aber hey. Ich schicke lieber zwei Suchebots auf Suche, als mit dem Radar hier rumzuspielen.
Abwehr! Ach, verdammt, hier ist niemand. Jemand hat die Musik eingelassen. Synchronisieren Sie Ihren Ortungssender mit Sergeant Lumleys Rig. Wir sollten den Transponder seines Anzugs empfangen. Warum hat der General uns hierher geschickt? Junge, ohne Mampf kein Kampf. Ohne Nahrung und Waffen würden wir keine Woche auf diesem Planeten überleben. Lumley hat beides. Kacke. Das war's auch schon. Sehr schön. Hier liegt aber sonst nichts mehr herum. Ah, da sind unsere Sucherbots. Am Suchen. Toll. Optionale Missionen finden. Haben wir jetzt noch eine gefunden? Ne, ist anscheinend noch diese optionale Mission. Alter, was ist denn das für ein Krach? Oder sind das gerade unsere Sucherbots? Kein Plan. Ah, sind sie vielleicht da durch den Lüftungsschacht gerade gegangen, irgendwie einer? Kein Plan. Viecher, ist hier jemand? Hallöchen. Ich bin der Isaac, Mama Mia. Oh ja. Hier nehmen eine Flasche. Kannst ein bisschen trinken. Da auch nochmal eine Flasche. Kannst du mal ein bisschen trinken. Hier auch nochmal eine Flasche. Kannst du ein bisschen trinken? Anscheinend verträgt er kein Alkohol. So, das war's auch damit. Ist da irgendwas Schönes? Nein. Und da? Ah, ein Textlog. Geiler Scheiß. Könnt ihr euch durchlesen, wie gesagt. Wie öfters gesagt. Einfach pausieren und dann könnt ihr euch den Scheiß durchlesen. Bestimmt sehr interessant. Ja, ja, ja. Abschalten, abschalten, abschalten. Mach uns vollkommen. Ah, ja, 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 ja. Aber sonst liegt hier nichts mehr rum, ne? Nein. Wandert gerade. Achso, wahrscheinlich irgend so ein kleiner Funke irgendwie. Kurzschluss. Ah, was ist das jetzt? Ah, ein Hacken. Achso. Das ist jetzt wieder Hacken. Da. Das hat aber lange gedauert. Und da nochmal. Und da. Jawohl, geschafft. Nice, nice, nice. Hier ist scheinbar nix. Oder? Irgendwas zum Aufheben? Da kann ich hoch. Mache ich natürlich auch gleich mal. Denn da oben ist bestimmt eine Kiste, dachte ich mir. Sogar zwei! Somatgel und Wolfram! Ich liebe Wolfram. Gib's mir, gib's mir. Gib mir immer mehr Wolfram. So. Gar nichts und gar nichts, auch gar nichts. Oh. Dafür ist da aber was. Und nochmal Stachel, jawohl. Und noch so ein Kotzvieh. Auch geiler Scheiß. Noch so ein Vieh. Wieder so viele Viecher, ne? Ich will den anderen Stachel auch noch. Dann eben nicht. Kommt da noch einer? Scheinbar nicht. Das ist ja schön. So, der eine hat auch Wolfram wieder dabei. Wenn man das Teil überhaupt so ausspricht, kein Plan. Stase. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Das ist ja die Hauptsache. Moment, das will ich jetzt nochmal nachgucken. Das heißt doch Wolfram, ne? Ja, Wolfram. Aber vielleicht spreche ich das wirklich irgendwie falsch aus. Es hört sich halt so komisch an. Wolfram. Könnte ein Nachname sein. Marcel Wolfram. Ah. Oh, da kommt gleich ein Vieh durch. Ich weiß das. Hier kommt gleich einer. Ist hier noch ein Lüftungsschacht? Nein. Oben auch nicht? Okay. Komm her, komm her. Ich weiß, dass du es willst. Oh ja, du willst es. Komm her! Scheinbar doch nicht. Vielleicht kommt es ja daraus, wenn wir wieder zurückgehen. Ah. Das ist Munition. War da
auch Munition oder irgendwas? Eigentlich? Nein, da war nix. Ist denn da noch irgendwas? Nein. Hier ist sonst nichts. Wo müssen wir lang? Da lang. Okay, wir gehen aber erst da lang. Denn da sind so eine kleine Schränkchen. Medipack. Oh, Medipack will ich aber mitnehmen. Moment. Boah, wie viel Stase haben wir denn? Leck mir die Eier. What the fuck? Moment, dafür hauen wir kurz Stase hier weg und dann Medipack auf jeden Fall. Stase müsste ich auf jeden Fall mal irgendwie benutzen. Öfters. Entweder jetzt kommen die kleinen Viecher oder die etwas größeren. Alter. Oh Mann. Schade. Okay, okay, okay. Okay. Hm. Kommen hier wirklich keine Viecher? Geile Scheiße. Okay. Auf diesem Planeten geht was echt Krankes ab. Was verdammt Krankes. Mach uns vollkommen. Was meinen Sie, was das heißt? Sergeant, bitte, Sir. Können wir nicht einfach hier verschwinden? Nein, noch nicht. Der Transponder ist weiter drin. Sind Sie verrückt geworden? Sir, warten Sie auf mich! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der noch lebt? Oh, ich habe hier nichts zum Schmeißen. Oh nein, da gehe ich nicht ran. Kein Block. Was? Oh, stell dir mal wirklich vor, der andere hätte sich sogar bewegt irgendwie. Wenn wir immer näher rangegangen wären. Boah. Jetzt geht's los. Ja, genau. Komm, kuscheln wir ein bisschen. Aber doch nicht beim ersten Date. Drecksvieh, du. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die anderen Viecher jetzt auch noch rauskommen, ja. Scheiße, dass genau neben mir so ein scheiß Dreckslüftungsschacht ist. Boah, Alter, wurde der weggefickt. Warte noch. Scheiße, daneben. Boah, mit einem Schuss. Geiler Scheiß. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Noch so ein Kotzvieh. Doch einfach down. Tu mir einen Gefallen und geh down. War's das? Hoffe ich mal. Und wieder konnte ich bestimmt ein paar Viecher nicht zertreten und dann looten. Denn ab einer gewissen Grenze, glaube ich, so langsam, die spawnen die einfach. Also, die verschwinden einfach, die Leichen. Was ich natürlich nicht so geil finde. Naja. Egal. Kann man ja nicht ändern. Hier ist nix. Da auch nix, da auch nix, da auch nix und da auch nix. Außer so ein Marker. Was denn das? Ah, dafür brauchen wir bestimmt eine Batterie gleich wieder. Da brauchen wir sicher eine Batterie. Was war das? Sucherbot. Ah, der ist schon wieder fertig mit dem Sammeln. Aber ich will das haben. Obwohl, vielleicht ist ja da unten irgendwo auch noch gleich eine Bank. Bank, sage ich schon. Eine Batterie. Die wir nach oben ziehen können, aber irgendwie nicht. Naja. Wollen wir halt nach unten klettern. Müssen wir ja wohl, ne? Können wir das Teil jetzt rausziehen? Nein.
Ah. Komm her! Go, go, go! Schade. Oh, geiler Scheiß. Und der auch nochmal, jawohl. So sehe ich doch gerne. Ja, nehmen Stachel, Kollege. Ist gesund. Ja, Stachel sind gesund. Ja. Oh, nochmal Stachel. Hallo, ich will den Stachel. Der ihm haltet. Alter. Zum Glück war der andere Kollege die ganze Zeit ganz schön langsam. Die immer wegfliegen, finde ich so geil. Und wie die Gegner wieder alle einfach verschwinden. Boah, Mann. Hey, der ganze Loot geht mir halt durch die Lappen. Ich müsste wirklich dann wahrscheinlich einfach mal immer wieder auf die Leichen schießen. Damit sie halt irgendwas fallen lassen erstmal. Anders geht's ja nicht. Wegen im Kampf kann ich ja die schlecht die ganze Zeit zertreten. Oh, das ist so nervig. Denn jeder könnte halt auch immer Wolfram dabei haben oder Munition oder sonst irgendwas. Aber nein, wir verschwinden einfach. Ha. Da brauche ich wahrscheinlich jetzt wirklich irgendwie Batterien, aber woher kriege ich die denn jetzt? Hier ist ja nichts. Was muss ich denn hier jetzt machen? Ah, verstehe schon. Ich muss jetzt die Batterie da einsetzen, wo ich halt weiter muss. Muss ich halt jetzt mit einer Batterie nur auskommen, scheinbar. So. Noch eine Kiste? Boah, da sind mehrere Kisten. Was schmeißen wir weg? Ich würde sagen, wir benutzen einfach ein Medikit und dann nehmen wir das mit. Und dann passt die Sache. Wir könnten eigentlich auch rein theoretischerweise hier einfach Stase wegschmeißen. Ich meine, die benutzen wir ja eh nicht, von daher. Schmeißen wir ein Pack da weg einfach. Mhm. So machen wir das. Jetzt geht's da nach oben. Bevor wir aber das machen, würde ich sagen, beende ich erstmal hier diesen Part. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Dead Space 3 wieder. Chakalaka, Motherfucker, bye.